Dann weiter geht's mit Expeditions Rome und wir haben ja uns voll eingekleidet, sag ich mal, farbtechnisch. Mal gucken, ob ich dabei bleibe oder was anderes. Quest haben wir alle abgeschlossen. Jetzt kapiteln wir Beende 1. Genau. Jetzt beenden wir Kapitel 1. Und dazu müssen wir einmal mit Mutti quatschen. Ist alles in Ordnung, Liebes? Kapitel 1 beenden. Unser Status hat sich dank meiner Folge in Griechenland deutlich verbessert. Es ist an der Zeit, unsere Villa wieder aufzubauen und unsere Geschäfte auszuweiten. Genau, ich hatte auch wirklich alles, ne? Ja. Verwaltung. Ach, guck mal, er ist noch ein Level hoch. Da schauen wir noch mal eben rein, bevor wir weitermachen. Fokus Maximums. Plus 1. Und dann komme ich auch hier unten dran, ne? Freundend. Kritische Trefferchance verdoppelt. Nee, komm. Das Beschützen auf Verbündete abschütteln. Einen negativen Statuseffekt, der euch gerade belastet. Erhaltener Schaden wird halbiert und mit dem beschützenden Charakter geteilt. Was so clever ist. Aber machen wir einfach mal. Daraus. Erhalt jetzt auch 25% der Gesundheit pro gehaltenen Statuseffekt. Oh, Bestia Tabard. Schneller Verstand. Ein Fokus plus ein Duell produziert einen bestimmten Gegner, was euren nächsten Angriff auf ihn effektiver macht. Den nimmst du mit. So, was hast du jetzt hier? 2 auf optimale Reichweite. Okay, macht sie ein bisschen mehr Schaden wahrscheinlich. Zielgenauigkeit, höhere Zielgenauigkeit. Auf größere Distanz ein bisschen mehr Schaden, glaube ich jedenfalls. Und du hast nichts, ne? Schön. Gut, auf geht's. Ist alles in Ordnung, Liebes? Ja. Es heißt, Lucullus sei jetzt dein Patronus. Das heißt, der Ruf unserer Familie wird wiederhergestellt. Das und noch viel mehr. Lucius! Liviana! Es ist so gut, dich wiederzusehen, Mutter. Und Bruder, du bist zurück. Ist das nicht ein wunderbarer Anblick? Ja, das ist... Ihr seid jetzt der Patriarch dieser Familie. Ihr Wohlergehen sollte eure Hauptsorge sein. Die Villa gehört euch. Alle eure Rechte wurden bestätigt. Meinen Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie wir euch jemals angemessen dafür entlohnen können, Lucius. Das ist nicht nötig. Ihr solltet das besser wissen als alle anderen, Claudiana. Dies war kein Handel. Ich werde dennoch einen Weg finden, mich erkennt dich zu jagen. Ich werde es im Hinterkopf behalten. War es das? Aber was, wenn Keine Sie... Sorge, Claudiana. Solange ich lebe, kann niemand mehr eurer Familie schaden. Alles wird wieder gut. Akt 2. Afrika. 5 ruhige Jahre vergehen. Keine aktiven Quests. Abgeschlossen haben wir einiges. Okay, wir sind noch in unserer Villa und das scheint mein Zimmer zu sein hier. Mach Rabepflicht weg. Rehe, was auch immer. Guten Morgen, mein Schatz. Hast du gut geschlafen? Wie immer, Mutter. Ich habe wie ein kleines Kind geschlafen. In meinem Traum schwamm ich einen kalten Fluss und einen Rudel Hauskatzen. In einem kalten Fluss, Rudel Hauskatzen hielt Wache. Ich hatte wieder diesen Albtraum. Ich war ein Mann, der nur in Rehenfedern gehüllt war. Sein Gesicht war verkehrt rum, mit dem Mund auf der Stirn und den Augen am Kinn. Wow. Nee, hier, ich nehme den guten Traum. Wache stehende Katzen? Gegen wen denn? Werden sie die Barbaren aus dem Norden mit ihrer Flauschigkeit aufhalten?
Ich habe gehört, im Osten glauben die Leute, dass Katzen die Tore zur Unterwelt bewachen. Es war nur ein Traum. Träume sind bedeutungslos. Offenbar wollen die Götter mit mir ein Zeichen geben und mir sagen, dass ich vorsichtig sein soll. Es ist immer weise, vorsichtig zu sein. Da ist nur eine Sache. Lurko wollte dich sehen. Er sagte, er hat einen geschäftlichen Vorschlag. Lurko? Was für ein Geschäft sollte das sein, auf das ich mit diesem Mistkerl und Mörder einlassen sollte? Interessant, vielleicht will er ja seinen guten Willen beweisen. Guter Wille. Lurko. Unwahrscheinlich. Er ist sogar noch hintertriebener als sein Bruder. Keine Sorge, ich habe keinen Plan. Ich mag es nicht, wenn die Dinge so schwer vorherzusagen sind. Ich fürchte, wir werden improvisieren müssen. Ja, wir haben einen Plan. Was immer du tust, sei vorsichtig. Okay, geh zum Marktplatz und hör mich an, was Lurko zu sagen hat. Verzeiht. Domine? Meine Güte, ey. Oh, was ist das? Ist uns das Getreide Domine ausgegangen? Lasst uns morgen früh einen Burschen losschicken, um sicherzustellen, dass wir genug bekommen. Küchenmesser. Okay, das muss einen Grund haben, wo man es einsammeln kann. Jedenfalls habe ich jetzt schon mal eine kleine Waffe. Ein Besen und ein Küchenmesser. Gärtnern. Guten Morgen, Domine. Er wird aber auch nicht hier euch erwartet. In den 5 Jahren, ne? Das ist unkraut. Wie sieht gut aus, Syneros? Habt ihr Sport getrieben? Wir wollten Lucullus besuchen. Ich frage mich, wie es ihm geht. Das Feingespräch sich gut, nehme ich an. Es erzeugt einiges an Einkommen, auch wenn unsere Rezepte etwas älter sind. Die Trauben, die wir aus Gallia importiert haben, ergeben ein gutes Getränk. Es bleibt allerdings immer noch Raum für Verbesserungen. Der Sport betrieben. Ihr macht euch sicherlich einen Spaß. Wenn überhaupt, ist mein Bauch nur noch gewachsen. Der Wein hilft da nicht gerade. Wir sollten Lucullus besuchen. Ich wüsste nicht, warum es ihm nicht gut gehen sollte. Ich habe gehört, Nasamonis ist ein Land der verbotenen Genüsse. Leider ist es zu weit weg. Ja, aber wo wir von einflussreichen Freunden sprechen, es könnte sich lohnen, heute Nachmittag beim Senat vorbeizuschauen. Tullius Cicero hält dort heute Hof. Ihr könntet etwas von ihm lernen. Okay, gehen wir zum Markt. Sieht so aus, als hätte ich dort einen Termin. So ist es. Und ich kann ein paar Dinge einkaufen, wenn wir schon mal da sind. Jetzt geht's hier hinten auch rein, oder? Nee, doch nicht. Diese verdammten Krähen und ihre wahllose Scheißerei! Ja, gleiche mit Tauben ein paar tausend Jahre später. Hiervon machen wir mal einen Screenshot, ne? Zack, Straßen. Ja. Okay, cool. So, wir können ja noch mal mit den Händlern quatschen. Ich mache abends auch Hausbesuche. Salve, Legate. Willkommen zu... Leinstoff für Verbände? Nee, und ich bin... Warte mal, doch. Hier einmal rein. Macht euch euer Rücken zu... Salve, Legate. Davon habe ich noch jede Menge. Okay, wie viel braucht ihr? Guck mal, ich habe 5 Jahre später immer noch 5000 Dinare. Leinen ist nicht so... Schade, hätte eigentlich irgendwie ein bisschen mehr sein dürfen. Raus. Mit den anderen Händlern kann ich nicht quatschen. Gucken, ob Sextus was Neues hat nach den 5 Jahren. Ich würde gern ein Gemälde für mein Schlafzimmer in Auftrag geben. Aber natürlich, ich würde sehr gern die Details mit euch besprechen. An was hattet ihr gedacht? Etwas, um das Liebesleben zu stimulieren. Etwas, das meine Frau anregen würde. Ah, natürlich. Ich bin mir sicher, da fällt uns etwas ein. Mhm. Ich hatte nicht erwartet, euch so bald wiederzusehen. Ich fürchte, ich habe keine weiteren antiken Artefakte herumliegen, falls ihr deswegen... Ach, schade. 5 Jahre später, Junge. Streng dich an. Okay, weiter geht's.
Das sieht ja gar nicht nach Hinterhalt aus hier, ne? Da war die Kneipe hier auch irgendwo in der Ecke. Hier, genau. Mal gucken, wie klein ihr Balken mit hat in der Kneipe hier. Wart ihr je in Lutetia? Man sagt, es sei die romantischste Stadt der Welt. Was? Schöner als Rom? Das mag ich kaum glauben. Ich sagte nicht schön. Ich sagte romantisch. Was soll das denn bedeuten? Das heißt, da gibt es viele Frauen. Die beiden fallen mir gleich in den Rücken. Der fällt mir in den Rücken. Der Karren wird hier vorgeschoben, dann fallen mir die beiden in den Rücken und ich komme nicht raus. Hier durchflüchten. Ethisch. Ach. Okay, Kollege. Die Wand. Salve. Es ist gut, euch nach all der Zeit wiederzusehen. Wir nehmen euch so erfreut, euch wiederzusehen. Delius Loco, mein Glückwunsch zur Wahl in den Senat. Kann ich behaupten, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Wollt ihr bringen es hinter. Ja, ich mach mal ein bisschen auf freundlich. Oh, danke. Mein Ruf als ein Mann, der Rom über alles stellt, hat den Wahlkampf zum Glück recht einfach gemacht. Ich bin froh, dass ihr euch von unserer recht unschönen Vergangenheit nicht vom Geschäftlichen abhalten lasst. Allerdings ist diese unschöne Vergangenheit auch nicht durch mein Zutun entstanden. Ja, welche Geschäfte sollte ich mit dem Mann machen, der mein Vater gibt? Da werde ich euch respektvoll widersprechen müssen. Wir bahnen uns unseren eigenen Weg durchs Leben. Und dabei liegt es bei uns, durch wen wir uns diesen Weg bahnen. Sagt, habt ihr Spaß daran, das Weingut eurer Familie zu verwalten? Wir bahnen uns den Weg durchs Leben und durch wen wir uns diesen Weg bahnen, ja, durch meinen Vater, ne? Also, nichts mit widersprechen. Das ist eine friedvolle Aufgabe. Abgesehen davon genieße ich guten Wein ebenso sehr wie jeder andere Römer. Ich gebe zu, dass es ein recht langweiliges Geschäft ist, aber dann habe ich es dazu gebracht, Gewinn abzuwerfen. Wollt ihr es kaufen? Vielleicht, um euch wach zu rütteln. Ich habe Geschichten über eure Schlachten gehört, Legate. Ihr seid ein Wolf. Vom gleichen Schlag wie Romulus selbst. Wir sind sehr unterschiedlich, ihr und ich. Deswegen denke ich, dass wir besser miteinander arbeiten können, als uns gegenseitig zu untergraben. Ich bin nicht interessiert, Loco. Finde einen anderen Dom, den ihr ausnehmen könnt. Und ihr wollt mit dem Mann zusammenarbeiten, der euren Bruder als den Verbrecher entlarvt hat, der war? Ja. Ah, Tiberius war ein Narr. Seine Vorstellungskraft war beschränkt und simpel. Er hat nie an die Republik geglaubt. Ich glaube, dass Rom in großer Gefahr ist. Das ist natürlich nichts Neues. Wir haben immer Feinde in der Ferne und im Inneren gehabt. Sie haben immer schon verabscheut, was Rom ist und wofür es steht. Aber in der Vergangenheit war Rom auch eine angsteinflößende Macht. Ich bin mir sicher, dass ihr auf etwas hinausfällt. Rückt mal so schnell damit raus. Ich stimme euch zu, das heutige Rom vertritt nur noch einen Abglanz seines ehemaligen Ruhms. Aber genug gibt, wir sind fertig. Sagen. Das war sie? Wir sind faul und weich geworden. Unsere Republik und unsere abertausenden Regeln halten uns zurück. Heutzutage reden wir lieber über die Dinge, die wir tun sollten, als sie tatsächlich zu tun. Aber wir brauchen ein neues Rom. Befreit von den Einschränkungen durch unser uraltes System und die Bürokratie. Es wird ein Rom derer mit starkem Willen sein, die bereit sind, Entscheidungen zu treffen. Aber noch wichtiger ist, dass ich unsere Feinde lehren werde, uns nie wieder zu unterschätzen. Ich habe meine Vorbereitungen getroffen und will, dass ihr auf meiner Seite steht. Redet von Verrat. Ich habe kein Interesse an Politik. Macht, wenn ihr wollt. Klingt nach einer guten Idee. Ich bin dabei. Wir sind bereit, die Entscheidung zu treffen, aber noch wichtiger ist, unsere Feinde lehren, uns nie wieder zu unterschätzen. Redet von Verrat. Ihr versteht mich falsch. Ich würde Rom niemals verraten. Ich habe vor, mich zum Konsul wählen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass ich euch von der Rechtschaffenheit meines Vorhabens überzeugen kann. Was ich euch zeigen werde, wird euch schockieren. Ihr werdet sehen, warum Lucullus nicht in der Lage ist, irgendetwas für Rom zu tun. Das ist eine große Behauptung für einen Mann, der niemals Imperator war, aber ich werde unvoreingenommen sein. Ich werde ihm nicht entgegenfiebern. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
Vale. Bis zum nächsten Mal. Okay. Zeit nach Hause zu gehen. Dein Neira ist in Level hoch. Da schauen wir auch noch mal kurz rein. Kopfnuss ist das Todesstufe 2. Nee, gibt's nicht. Erhaltet Stand. Immun gegen verkrüppelt, festgenommen, betäubt, umgeworfen. Entfernt betäubt von Verbündeten, fest niedergeschlagen. Und kann nicht blocken, ausweichen, parieren. Wirkt niedergedrückt. Das nehmen wir jetzt mal. Was haben wir dann hier drin? Dann kann sie außer der Reihe auch damit nochmal. In die Hand. Ist eine. Pferd. Okay. So, dann schauen wir mal, ob die in den Weg stellen, ob es jetzt hier Ärger gibt oder nicht. Ja, guck mal, da steht er nämlich schon. Komme ich nicht durch. Da ist der Karren. Sollte Hellseher werden. Okay. Guten Tag. Ihr seid ganz offensichtlich ein junger Mann aus gutem Hause. Ich werde euch eine Wahl anbieten. Euer Geld oder euer Leben? Oh, ich nehme mein Leben. Danke. Ich habe gerade wirklich keine Lust auf so etwas. Kommt und holt euch mein Leben, wenn ihr es von mir. Wenn ich kenne, was wollt ihr? Ich fürchte, ihr schätzt die Lage falsch ein. Ich glaube, das sollte bedeuten, das werdet ihr bereuen. Tötet sie beide. Salvete, sollen wir euch aushelfen? Ihr kommt wie so oft zur rechten Zeit, Cesu. Wieder rettet ihr uns. Es ist mir immer eine Freude, alter Mann. Aber machen wir lieber keine Gewohnheit daraus. Ah, Mist, das Bogenschütze oben. Erledigt genug Schläge, um den Rest in Flucht zu schlagen. 5 übrig. Und ich wusste, warum ich gerade schon den Besen und Messer ausgerüstet habe. Das war so offensichtlich, dass sie hier stehen. Aber wenn er meint, er läuft weg, dann kriegt er nochmal einen nachgesetzt. Wurfmesser kann ich nicht einsetzen. Schade. Eigentlich hinten ran. Dein Schild kaputt hauen. Werfen. Heiligungshieb. 3 bis 8, aber dann geht es nur auf den Schild, ne? Unerwarteter Schlag. Beschützen, werfen. Ja, Faust aufs Schild, ey. Der ist auch fast down. Sehr gut. Sehr gut. Ein Hammer. Wer denn ganz lang? Oha. Folgt mir. Das wird ein Spaß. Seine Definition von Spaß fällt mir schwer zu folgen. Werfen, ja, müsste da Schild. Hinterhältiger Angriff. Aber
unerwarteter Schlag, aber den müsste ich eigentlich auf Inia bringen, ne? Ja, komm, ist egal, dann krieg ich einen kleinen Treffer mit. Der ist nämlich gleich kaputt, wenn das hier so weitergeht. Oder dein Gelegenheitsangriff. Drückt ab. Oh, ja, nee, komm. Ah, Schaden schon so ein bisschen besser verteilt. Ich gehe außen rum. Warum? Noch drei Schläge übrig. Eins. Oh Mist, hinterhältiger kann ich nicht mehr. Das war doof. Oh Mist. Macht mich lieber fertig, oder ich komme euch noch holen. Noch zwei übrig. Der Reihe kann er nicht, ne? Gutes Stoß. Und wiederhergestellt. Heilen, wiederbeleben. Ja, es war doof gerade mit dem Gelegenheitsangriff. Hier. Drei. Okay, Glück gehabt. Hinterhältiger. Ach, okay, sie hauen ab. Leichte Verletzung. Na Mensch. Man fragt sich, wo Vitellius Loco steckt. Hoffentlich in Tartarus. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Heute Morgen kam eine Botschaft an. Sie stammt von Prokonsul Licinius Lucullus. Er sagte, ich solle euch so schnell wie möglich aufsuchen und ihr würdet wissen, warum. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Es kann kein Zufall sein. Loco, dieser Angriff und jetzt Lucullus. Wie ich Dominus Lucullus kenne, wird er einen Reiter mit Anweisungen zu euch geschickt haben. Sinorus findet Bessie und Kalida und bringt sie zu meiner Villa. Eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme. Wir werden vielleicht bald ihre Hilfe brauchen. Ihr solltet vorgehen. Ich habe das Gefühl, die Zeit drängt. Gut, Daenerys ist ja eh da. Ach, nur einen Kram. War auch noch einer. Sehr schön. Gut. Dann, wenn hier nichts mehr zu sehen ist, ab nach draußen. Ja, mit den Kämpfen finde ich ein bisschen komisch, sag ich mal, weil man ist immer deutlich in der Unterzahl, aber sobald man eine gewisse Anzahl besiegt hat, dann ist der Kampf einfach beendet und man hat gewonnen. Nachricht von Lucullus. Ja, dann ab nach Hause. Sonst gibt es hier nichts zu quatschen, ne? Gehen wir da auch direkt hin. Ja, dass man hier nicht noch rein kann, hier ins Nebengebäude, das gehört ja irgendwie auch alles noch mehr. Sie ist kurz nach Mittag eingetroffen. Der Reiter besteht darauf, dir die Nachricht persönlich zu übergeben. Es scheint, als habe die Frau Anweisung erhalten, dich hier zu treffen. Der Prokonsul hat mir gesagt, ich sollte euch aufspüren. Meinte, ihr wüsstet warum. Ja, es ist gut, euch zu sehen. Rom war nicht dieselbe ohne euch. Ja, hier, erstmal
Ich war ein paar Mal versucht, zurückzukommen und euch zu besuchen. Aber es kam mir immer etwas dazwischen. Die Nachricht, bitte. Ihr müsst sofort alles abbrechen und nach Narsamonis kommen. Wir sind in großer Gefahr. Und in diesem Falle fürchte ich, dass dieses Wir sich sowohl auf unsere Familie als auch auf Rom selbst bezieht. Es scheint, als hätten wir Vitellius Loco unterschätzt. Obwohl der jüngere Bruder keine wirkliche politische Macht hat, ist er de facto Anführer der Familie. Ein ambitionierter Mann, der jedoch nicht unüberlegt vorgeht, ist ein gefährlicher Feind. Sein freundliches Verhalten verbirgt einen Kern voll wütenden Verlangens nach Rache. Er erinnert sich nur zu gut daran, wie wir ihre illegalen Geschäfte in Asia zerschlagen haben. Und ich fürchte, dass er uns im Gegenzug nach dem Leben trachtet. Ich habe Hinweise darauf, dass Loco etwas Großes plant. Meine Spekulatoren sagen, dass er mich mit Gewalt aus meiner Position in Narsamonis vertreiben und es wie einen lokalen Aufstand aussehen lassen will. Wenn ihm das gelingt, wird Rom vermutlich die gesamte Region verlieren und Loco damit die perfekte Ausrede liefern, um die aktuellen Konsuln herauszufordern. Wir können es ihm nicht erlauben, diesen Plan umzusetzen. Ich brauche eure Hilfe. Stellt die Legio Victrix wieder her. Ich weiß, dass die Männer euch noch alle loyal sind. Schifft dann sofort in Richtung Narsamonis aus. Eine kampfbereite Armee wird das Letzte sein, mit dem Loco rechnet. Verzweifelt nicht. Denkt daran, dass die Sonne nach den finstersten Tagen am hellsten scheint. Seht dies als eine Gelegenheit. Wenn wir den Konflikt gegen Loco wenden können, können wir ihn immerhin als den Verbrecher entlarven, der er ist. Ich erwarte eure Ankunft mit Anspannung. Euer Patronus und guter Freund, Lucius Licinius Lucullus. Ja, geil. Ich konnte Kalida nicht finden, habe aber Bestia mitgebracht. Ich war vor euch allen hier. Ihr seht gut aus, Bestia. Habt ihr euch von eurem letzten Kampf erholt? Die Verletzungen sind kein Problem. Aber ich schulde dem Arenameister noch Geld für die Schäden, die wir angerichtet haben. Wer hat gewonnen? Das wurde nicht geklärt. Sie haben uns angefleht, aufzuhören, bevor wir die ganze Anlage einreißen konnten. Um keine Zeit zu verlieren, kümmert euch um eure Vorbereitungen. Ich kriege in 2 Tagen den Narsamonis. Gefühlt etwas im Schädel, das Leben des Prokonsuls sind bereit, die Legion darauf vor, in 2 Tagen auszuschiffen. Wir sollten so bald als möglich aufbrechen. Aber... Was ist los? Sieht unruhig aus. Ich will keine Einwendung, keine Entschuldigung. Nichts ist wichtiger als diese Aufgabe. Was ist los? Ich glaube nicht, dass ich Rom so einfach werde verlassen können. Geht es da wieder um eine Frau? In gewisser Weise... Erinnert ihr euch an die Serva, die uns bei Marcellus Vipsanius angesprochen hat? Ja. Tja, es hat sich herausgestellt, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Zumindest teilweise. Sie hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Ja, das ist nicht die richtige Zeit dafür. Ich weiß, dass die ganze Sache äußerst ungünstig ist. Offenbar hat sie versucht, sich von Vipsanius davonzustehlen, der allerdings ihr Dominus ist. Das Problem ist, dass man mir die Schuld daran gibt. Habt ihr ihr geholfen? Natürlich nicht. Sollte ich jemals beschließen, der Serva eines anderen Mannes bei der Flucht zu helfen, hätte ich auf jeden Fall Erfolg dabei. Warum sollten sie euch die Schuld geben? Sie behauptet, die Mutter meines Kindes zu sein. Vielleicht ist das auch so. Oder vielleicht weiß sie einfach nur, dass Vipsanius und seine Leute naiv genug sind, das zu glauben. Warum ist sie überhaupt weggelaufen? Marcellus Vipsanius hat den Ruf, seine Servae schlecht zu behandeln. Okay, eure persönlichen Angelegenheiten sollten eure Aufgaben niemals im Weg stehen. Kümmert euch darum. Findet einen Anwalt und klärt die Sache auf. Ich werde für die Kosten aufkommen. Das mag ein paar Tage in Anspruch nehmen. Aber ich bin mir sicher, dass wir diese Anschuldigungen entkräften können. Danke, Legate. Ich werde mich nun um unsere Vorbereitungen kümmern. Wir können so bald als möglich aufbrechen. Sei vorsichtig, mein Kind. Keine Sorge, Domina. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle heil zurückkehren. Okay, Nachricht von Lucullus.
Oha, ich mache hier eine kleine Pause, ganz schnell. Bis gleich.